Ja, haben wir es? Na, warte, warte noch. Läuft? Gut. Ja, das ist immer schön, wenn wir danken können für das, was der Herr uns gibt, nicht? Und davon voll sind. Und seine Liebe ist größer als alles andere, haben wir gerade gesungen. Übersteigt alles. Eigentlich gibt Gott sogar immer mehr, als wir brauchen. Ich lese euch das in meinem Vers vor, aus Psalm 23, den 5. Vers. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Und dann lese ich mal einen Vers aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, da sagt der Herr Jesus nämlich selber was. Da geht es darum, die Feinde zu lieben und Gutes zu tun und zu leihen, ohne was zurückzuerwarten. Und wir sollen nicht richten. Und dann heißt es da in Lukas 6, Vers 38, gebt und euch wird gegeben werden. Und jetzt kommt das, worum es mir geht. Ein gutes, ein gedrücktes, ein gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Das ist interessant, dass Gott immer dieses Übermaß gibt, nicht? Ich finde das schön, dass er mehr gibt, als wir eigentlich brauchen. Das heißt, das läuft wirklich über. Und jetzt lese ich noch einen Vers, und zwar aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 12. Da sagt der Herr noch was Interessantes. Ihr kennt das Sprichwort, wes des Herz voll ist, des geht der Mund über. Das ist ein altmodisches Sprichwort, eine altmodische Ausdrucksweise. Das kommt aus der Bibel. Und das sagt der Herr in Matthäus 12, Vers 34. Da schimpft er mit den Pharisäern und sagt, ihr Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also, der Herr gibt uns einen Becher, der überfließt. Ein Maß, das ist übrigens im Orient nicht üblich. Wenn man im Orient was kauft, ja, und man lässt sich seinen Sack mit Weizen füllen, dann rüttelt man nicht nach. Das ist nicht üblich. Das wird nur gefüllt und das ist die Menge, die man kauft. Also rütteln, das tut man da nicht. Das gehört sich nicht. Noch mehr rütteln, noch bis er voll ist. Das ist doch nicht üblich. Und das ist das, was Gott gibt. Gott gibt nicht einmal voll und gut, sondern er rüttelt, nicht? Wir haben das gelesen. Das sind vier Dinge, nicht? Die dort diese Überlaufen deutlich machen. Ein gerütteltes und gedrücktes und gutes und überlaufendes Maß. Ja, vielleicht ist man auch ein bisschen zu wenig dankbar für das, was Gott uns oftmals gibt, nicht? Also gut, gedrückt, gerüttelt und überlaufend. Und so ist das auch mit dem Becher, den wir da in Psalm 23 gesehen haben, nicht? Der überläuft. Mein Becher fließt über, das wusste schon David. Nun kann man sich die Frage stellen, warum macht Gott das denn? Ich meine, das reicht doch auch, wenn der Becher halb voll ist, oder? Da kann man auch seinen Durst auch mit löschen, nicht? Guck, meine Frau bringt mir gerade einen halb vollen Becher. Das reicht doch, oder nicht? Ich meine, da kann ich doch meinen Durst mit löschen. Aber Gott will das nicht. Gott will, das haben wir gelesen in Matthäus, dass unser Herz so voll ist von ihm, dass es überläuft. Und das bedeutet, dass es nach außen sichtbar ist. Und er sagt einmal zu den Pharisäern, ihr Heuchler, die hatten jede Menge Riten, was man alles sauber macht und die Hände waschen und ohne Hände zu waschen, legten sie sich gar nicht an den Tisch. Musste ich früher auch immer, mein Vater hat mir das auch immer gesagt, nicht? Du musstest das bestimmt auch, Olga, nicht? Mama war bestimmt auch streng. Hände waschen vor dem Essen. Aber der Herr sagt, das sind ja nur religiöse Äußerlichkeiten. Nicht, dass ihr euch jetzt die Hände nicht mehr wascht, das ist völlig in Ordnung. Aber denen ging das um religiöse Riten, Waschungen, ja? Und der Herr sagt, das nützt gar nichts. Denn wenn dein Herz voll ist, dann läuft das über und dann sieht man das nach außen. Und darum sagt er auch so knallhart zu den Pharisäern hier, ihr Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Gibt es ja heute auch viele, nicht? Gibt heute viele Pastoren, die gar nicht gläubig sind. Und die reden das Gute. Die haben das Wort Gottes in der Hand. Aber er sagt, wie könnt ihr das machen? Wenn euer Herz nicht voll davon ist und überläuft, und dann sagt er, ihr reinigt alles, die Becher und die Pfannen und die Töpfe und ihr wascht euch die Hände, ihr Heuchler. Denn wenn euer Herz voll davon und überläuft und ihr das Äußere, das Innere des Bechers säubert, also bekehrt seid, dann wird das Äußere automatisch auch sauber.
Denn einen Becher, den man wäscht, den taucht man ins Wasser ein und dann wäscht man den. Dann wird das automatisch wieder das Äußere sauber. Es bringt nichts, nur das Äußere zu reinigen, wenn man sich nicht um das Innere kümmert. Nicht? Und das ist das Thema unserer heutigen Predigt, dass wir überlaufen sollen für den Herrn. Das zieht sich übrigens wie ein roter Faden durch Gottes Wort, dass Gott mehr gibt, als man braucht. Schon bei Israel, als er das Manna gibt. Die konnten sammeln und dann heißt es, im Hebräerbrief steht es, glaube ich, im Korintherbrief steht es. Ich kann mal ganz genau nachgucken, hier irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben, in 2. Korinther 8. Dass derjenige, der viel sammelte, nicht Überfluss hatte und derjenige, der wenig sammelte, der hatte nicht Mangel. Das heißt, es ist zwar Überfluss da, aber der Herr gibt uns trotzdem genau das Richtige. Man muss also nicht Angst haben, dick zu werden, wie ich nicht, sondern geistlich gesprochen bekommst du vielleicht Überfluss, aber du hast trotzdem immer genau die richtige Menge. Das ist die Lehre dieser ganzen Gedanken. Und es geht weiter im Alten Testament, wenn man an Ruth zum Beispiel denkt. Ruth, die hat auch gegessen, als sie dann bei Boas an das Feld kam und er ihr was zu essen gab. Und dann steht da, ich lese diesen Vers mal vor, weil ich den so schön finde, wie Ruth da versorgt wird von Gott im Vertrauen darauf, ich werde das Richtige bekommen. Und dann geht sie dahin und dann bittet sie, Gnade zu finden in den Augen des Boas. Und dann heißt es da in Ruth 2, Vers 14, und er, Boas, das ist ein Bild für den Herrn Jesus, ja, ganz klares Bild für den Herrn Jesus im Alten Testament, und er reichte ihr geröstete Körner. Und jetzt kommt wieder diese Aufzählung. Und sie wurde satt, sie aß, sie wurde satt und ließ übrig. Das heißt, es ist immer mehr da, als du brauchst. Und wisst ihr, was danach kommt? Sie aß, das ist ein Bild der Bekehrung. Sie aß, sie wurde satt, man hat Frieden und sie ließ übrig. Das ist das, was man dann anderen weitergeben kann. Das nimmt sie dann auch ihrer Schwiegermutter mit nach Hause, damit sie auch was zu essen hat. Und dann kommt ein Folgevers. Sie aß, sie wurde satt, sie ließ übrig und sie stand auf, um aufzulesen. Das heißt, diese geistliche Ermutigung und diese Kraft, die wir bekommen, dieses Überfließende, das muss dann auch dafür sorgen, dass wir wieder an die Arbeit gehen, nicht? Also nicht sich ausruhen, wie man das häufig bei Christen sieht, die dann so sich selber sonnen in ihrer eigenen Frömmigkeit. Nicht? Ich finde diesen Titel von Wolfgang Bühnes Buch, was er mir geschenkt hat, so toll. Ich pfeife auf deine Frömmigkeit. Ja, genau so ist das. Die Frömmigkeit rettet uns nicht, dieses Äußerliche, nicht? Sondern das Innere, was nach außen überfließt. Das ist es, was der Herr wirklich von uns will. Das ist übrigens mit dem Heiligen Geist auch so, nicht? Heiliger Geist wird ja gerade in charismatischen Gemeinden oftmals sehr stark betont. Und das ist auch grundsätzlich gut, denn der Heilige Geist ist wichtig für uns. Aber der Heilige Geist, der kann in uns in unterschiedlichem Maße sein. Wir können ihn dämpfen, wir können ihn auch betrüben durch falsches Verhalten, können ihn sogar auslöschen, nicht? Dass er gar nicht mehr in uns wirken kann. Und wir sollen auch voll sein davon, dass es nach außen fließen kann, der Heilige Geist. Ja? Wisst ihr übrigens, dass es nur drei Personen gibt, von denen gesagt wird, dass sie voll Heiligen Geistes waren? Das war der Herr Jesus selber. Und zwar interessanterweise kurz bevor er vom Teufel versucht wird, in Lukas 4. Voll Heiligen Geistes. Dann ist das Stephanus, von dem wird es dreimal gesagt. Und von Barnabas, der Sohn des Trostes. Und diese Menschen waren alle demütig. Stephanus demütigte sich darunter, dass er den Märtyrertod sterben musste. Er nahm das hin und betet allen Ernstes, während ihn die Steine treffen, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. So wie der Herr am Kreuz auch. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und Barnabas war auch ein sanfter Mann, nicht? Ein Sohn des Trostes. So, darum wurde er Barnabas genannt, nicht? Der Sohn des Trostes. Und da sehen wir, was der Heilige Geist in uns bewirkt, nicht? Eine Demut und keine extreme Effekthascherei, sondern diesen Glauben auf eine ganz einfache Weise und auf eine treue Weise weiterzugeben. Das ist es, was in uns überfließen sollte. Versiegelt mit dem Heiligen Geist sind wir laut Epheser 1, Vers 13 alle. Jeder, der glaubt. Aber der Heilige Geist wirkt unterschiedlich in Gläubigen, je nachdem, wie wir das zulassen. Wenn man sich die ganze Woche als Gläubiger nur mit Dreck beschäftigt, darf man sich nicht wundern, wenn der Heilige Geist in uns keine Kraft entfalten kann. Nicht? Und erfüllt mit Heiligen Geist finden wir auch siebenmal in der Apostelgeschichte,
nicht voll, nicht? Das ist ein Unterschied. Erfüllt mit Heiligen Geist oder voll Heiligen Geist. Das ist dieses Überfließen, nicht? Und im Römer 15, da bittet Paulus quasi, Gott erfülle euch mit dem Heiligen Geist. Manchmal fragt man sich vielleicht, wie kann denn das angehen, dass wir so den Heiligen Geist haben und auf eine wunderbare, vollkommene Weise den Herrn repräsentieren. Man denkt ja, ich bin doch ein Sünder, oder? Ich bin doch immer unvollkommen. Ich bin immer irgendwie angeschlagen. Irgendwas stimmt immer bei mir nicht, nicht? Und dann schlägst du 1. Johannes 3 auf und liest, jeder, der aus Gott geboren ist, also jeder Wiedergeborene, tut nicht die Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Ja, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ihr könnt nicht sündigen? Also ich muss sagen, das stimmt nicht. Also sagt Gottes Wort hier was Falsches, oder? Nein, ganz sicher nicht. Aber man muss in Gottes Wort immer unterscheiden. Und das erkläre ich mal ganz kurz, bevor wir weitermachen mit dem Überfließen, anhand des Kolosserbriefes, wie wir unterscheiden müssen zwischen unserem Zustand, unserem alten Menschen, den behalten wir leider bis zum Tod, nicht? Und unserer Stellung. Unsere Stellung ist perfekt. Mein Zustand ist oft erbärmlich. Das ist der Unterschied, den wir lernen müssen. Und das sieht man sehr schön in der Bibel, wenn man mal achtet auf aktiv und passiv. In aktiv und passiv kann man sehr schnell sehen, in Kolosser 3 sieht man das wunderbar. Was die Stellung ist und was der Zustand ist. Ja? Kolosser 3 beginnt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Wir sind auferweckt. Ja, wieso muss ich dann noch suchen, was droben ist? Auferweckt ist auferweckt, oder? Nein, wenn ihr auferweckt worden seid, das ist das, was ihr in der Taufe auch symbolisieren, nicht? Wenn wir euch untertauchen und ihr kommt wieder hoch, auferstanden mit dem Christus, das ist ein Bild, das ist unsere Stellung. Der Herr sieht uns als Auferweckte. Aber unser Zustand, das weiß Paulus, der Heilige Geist weiß das, der ist nicht so perfekt. Darum sagt er, sucht, was droben ist. Stellung, Zustand. Dann geht's weiter. Sinnt auf das, was droben ist. Zustand, der muss darauf sinnen. Denn ihr seid gestorben. Das ist unsere Stellung. Wir sind tot. Der alte Mensch ist tot. Der Stellung nach. Aber der Zustand ist leider oftmals eben nicht so. Und dann heißt es in Vers 5, tötet also eure Glieder. Das ist wieder der Zustand, nicht? Und das muss man in Gottes Wort immer unterscheiden. Wir können nicht sündigen, der Stellung nach. Der Herr sieht uns als einen perfekten Menschen an. Was wir gar nicht verstehen können, nicht? Weil der Herr uns quasi Gott sieht uns durch den Herrn Jesus Christus hindurch. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, wie das mit dem Erfüllen funktioniert. Es gibt jetzt unglaublich viele Stellen, wo wir jetzt darüber reden könnten, wie wir erfüllt sind und wie Gottes Gnade überströmend ist. Im Römerbrief steht es ganz intensiv, nicht? Wie die Gnade Gottes überströmt. Also sie läuft über, der Becher fließt über. Allerdings heißt das griechische Wort dafür Peristeuo. Und es gibt ein Wort, das heißt auch überströmen. Aber das ist ein anderes Wort, das heißt Pleonazo. Und mit diesem Wort wollen wir uns heute ein wenig beschäftigen. Das kommt 8-mal vor im Neuen Testament. Und Pleonazo heißt auch überströmen, wird aber immer für uns verwendet. Das heißt, Gottes Gnade, Peristeuo, ist überströmend. Und wir sollten eigentlich, unser Zustand, eigentlich auch überströmen. Pleonazo. Und ihr wisst ja, wenn Gottes Wort ein Wort das erste Mal nennt, das habe ich euch schon vielfach erklärt, dann ist das immer wie so eine Überschrift über diesem Wort, wo ein Wort zum ersten Mal auftaucht. Und zum ersten Mal taucht das Wort Pleonazo auf in Römer 5 in Vers 20. Und das wird euch ziemlich ernüchtern, was da überströmt. Römer 5, Vers 20, das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmend würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus unseren Herrn. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch darin leben? Seht ihr wieder die Unterschiede hier zwischen aktiv und passiv, zwischen Zustand und Stellung? Ja, unsere Stellung ist perfekt. Aber die Sünde, die herrscht noch immer über unseren alten Menschen. Also wir sollen nicht darin verharren, damit die Gnade überströme, peristeuo, sondern
Pleonazo, das ist das Überströmen der Menschen, unserer Übertretung. Die ist leider überströmend. Gibt so ein Lied von einer Heavy-Metal-Band, ACDC. Das heißt Highway to Hell. Habt ihr sicher alle schon mal gehört, nicht? Oder den Titel zumindest. Autobahn zur Hölle. Eigentlich ist das gar kein schlechtes Lied. Weil wenn man erkannt hat, dass man auf dem Weg zur Hölle ist, dann ist das der erste Schritt zur Umkehr, nicht? Nur leider singen die das mit lauter Stolz. Die freuen sich darüber, auf dem Weg zur Hölle zu sein. Das ist das Problem. Es gab einen Rockmusiker, oder ich weiß nicht, ob man ihn einen Rocker nennen kann, der hieß Falco, der kam aus Österreich. Der hat auch darüber nachgedacht, was passiert eigentlich mit meinem Leben? Komme ich damit vor Gott klar? Und er hat ein ziemlich mieses Leben geführt. Also nach den Maßstäben der Menschen heute nicht. Ein Falco-Fan dreht mir jetzt den Hals um. Aber er hat ein Leben gelebt in Hurerei, auch mit Drogen und so, wie er eben wollte, wie die Menschen das tun. Und irgendwie hat er wohl auch nachgedacht. Was ist, wenn ich eines Tages vor Gott stehe? Und da hat er gesagt, Gott wird mir vergeben, weil ich habe niemanden belogen, ich habe niemandem wehgetan. Und das ist der größte Irrtum, den man erliegen kann. Wenn man glaubt, meine Übertretung ist nicht überströmend geworden, wie wir jetzt gerade gelesen haben, sondern, ja, ich bin vielleicht nicht ganz perfekt, nicht? Aber das, was ich habe, das muss reichen. Wisst ihr, wie viele dramatische Fälle ich kenne von Menschen, die genau so denken? Die sagen, ja, das reicht schon vor Gott. Mein Nachbar ist schlimmer als ich. Ja, aber was, wenn Gott jede winzig kleine Sünde tilgen muss und nicht dulden kann in seiner Gegenwart? Dann kommen wir da niemals hin, nicht? Wenn man mal daran denkt, wie der Herr Jesus die Dinge beim Namen nennt, da sind oftmals auch Gläubige oder Religiöse, sage ich jetzt mal, schockiert, nicht? Schon als die alten Propheten Jerusalem mit Sodom verglichen haben, das hat die Menschen auf die Palme gebracht. Wir sind doch hier im heiligen Jerusalem. Nein. Die Übertretung ist überströmend geworden bei uns Menschen und darüber muss jeder sich im Klaren sein. Auch der Christ muss immer wieder reflektieren, wie sehr strömt die Sünde über in meinem Leben oder habe ich sie wirklich unterdrückt? Kämpfe ich wirklich gegen mein Fleisch und bin ich wirklich bereit, das überströmen zu lassen, was mein Herz füllt? Und das ist der Heilige Geist, nicht? Das ist die Freude an dem Herrn. Und das zweite Mal, wo dieses Wort vorkommt, das haben wir auch gleich hier gelesen, es kommt zweimal vor. Es sind Unterschiede. Einmal heißt es, die Übertretung ist überströmend geworden und einmal die Sünde. Der oberflächliche Leser mag denken, ja, das ist doch dasselbe. Nee, ist es nicht. Übertretung ist, wenn du ein Gesetz kennst und du missachtest es, dann trittst du über das Gesetz. Du übertrittst es. Und Sünde ist, wenn du etwas tust, wo dein Gewissen dir ganz klar sagt, das ist so nicht in Ordnung. Und trotzdem machst du es. Diese beiden Dinge sind beide ausdrücklich überströmend. Entschuldigung, mein Heuschnupfen. Der hat mich gerade mal gepackt. Wenn die Sünde überströmt, dann sollte der, der den Heiligen Geist in sich trägt, auch mal wütend werden, nicht? Ihr kennt das ja, nicht? Dass ich auch mal wütend werde in meinen Filmen. Und auch mal wirklich, dass mir dann wirklich der Kragen platzt, wenn die Menschen zum Beispiel Gottes Wort umschreiben. Habt ihr heute Morgen vielleicht gesehen, nicht? Dass die Tierrechtsorganisation PETA das Wort Gottes vegan umschreibt. Diese Lästerung muss man sich mal vorstellen. Nun, müssen wir Christen uns das eigentlich mal bieten lassen? Ich erzähle euch mal eine Geschichte von Olaf Latzel. Der war mal in seinem Sportzentrum, er geht ins Fitnessstudio wohl auch. Und dann haben die sich da umgezogen und dann erzählte plötzlich einer einen Witz, einen Jesus-Witz. Ich hatte auch mal so einen in der Druckerei bei mir, der immer so Jesus-Witze erzählte. Ich war damals jung und unerfahren, habe dann versucht, möglichst nicht drüber zu lachen. Aber Latzel sagt, ich wurde so stinksauer, ich habe den zusammengeschissen. Ich sage, du machst über meinen Herrn keine Witze, nicht hier und nicht so. Da war aber Totenstille im Raum. Wisst ihr was Interessantes? Dieser Mann, der kam zu Latzel und hat sich bei ihm entschuldigt. Sagte, es tut mir leid. Ich habe nicht gewusst, dass das für dich so wichtig ist. Ja, das müssen die Menschen spüren. Wie wichtig das für uns ist. Und der kam nicht nur einmal. Latzel sagte das ausdrücklich. Der kam dreimal zu mir und hat sich entschuldigt. Dreimal. So sehr hat ihn das getroffen, dass er spürte,
Da versteht der Lassel keinen Spaß. Das dürfen wir als Ansporn nehmen, für uns alle. Ich höre auch gerne mal ein paar Komiker, nicht? Dieter Nuhr zum Beispiel. Aber die machen auch schon mal lästerliche Witze. Ja, da musst du abschalten. Und wenn das in deiner Gegenwart passiert, dann hast du auch das Recht zu sagen, pass mal auf, du musst vielleicht nicht ganz so krass werden wie Latzel, der hat auch entsprechende Leute um sich. Aber sag das klar und deutlich. Hier in meinem Haus werden keine Witze über meinen Herrn erzählt zum Beispiel. Nicht? Das ist eine gute Sache, denn wenn die Sünde überströmt, dann müssen wir dem was entgegensetzen. Also versteht das bitte so, ja? Peresseio, das Überströmen Gottes, dem muss das Pleonazo antworten, was von uns kommt. Dieses Pleonazo ist erst ernüchternd, es zeigt, dass die Sünde in unserem Leben überströmt. Aber die Gnade ist ja umso überströmender geworden. John Newton war ein Sklavenhändler. Der hat diese überströmende Gnade Gottes so wunderbar erfahren. Habt ihr das auch mal gemerkt, dass Menschen, die so richtig aus dem Dreck kommen, dass die hinterher, der Herr sagt das auch, wer wem viel vergeben ist, der liebt viel, nicht? Also je mehr dir vergeben ist, umso intensiver hängst du dich auch vor den Herrn rein. Ich erlebe das immer wieder. Wenn Menschen so richtig aus dem Dreck kommen und umkehren, dann explodieren die. Die strömen über. Und manchmal denkst du, bist im christlichen Elternhaus aufgewachsen, warum plätschert das bei mir so müde, nicht? Aber so ist das. John Newton war ein Sklavenhändler. Der hat mit Sklaven gehandelt. Das war so die furchtbarste Zeit damals, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das war so ein knallharter Kerl. Der gab auf dem Leben überhaupt nichts. Und seine Matrosen, der war Kapitän auf so einem Sklavenschiff, die sagten von ihm, der kann 2 Stunden am Stück fluchen, ohne sich ein einziges Mal zu wiederholen. Das war eine Auszeichnung, nicht? Die Sünde ist überströmend geworden. Und die Übertretung. Und dann kommt er, nachdem er mal über Bord gegangen ist und verschiedene andere Umstände, ihr könnt die Biografie gerne mal lesen, kann ich euch nur warm empfehlen, kommt er zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und dann schreibt dieser furchtbare Flucher, schreibt eines der schönsten Lieder der Christenheit. Amazing Grace. Kennen ja alle, denke ich. Überströmende Gnade. Das hat John Newton geschrieben. Also unglaublich, dass das überströmen kann, nicht? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch darin leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele wie auf Christus getauft worden sind, wie auf seinen Tod getauft worden sind? Nicht? Das heißt also, wenn du wirklich diese Umkehr erlebst, dann strömt das wirklich aus dir raus, was du in dem Herrn hast. Bei John Newton, da sieht man, wie die Gnade quasi als Antwort wieder aus ihm herausströmt, ja, und er schreibt dieses wunderschöne Lied und wird ein tolles Zeugnis und setzt sich auch erfolgreich gegen den Sklavenhandel ein in seiner Zeit. Und dann müssen wir uns halt alle die Frage stellen, wie sehr strömt die Gnade Gottes, die wir bekommen haben, auch bei uns nach außen raus. Manchmal wünschen wir uns eher, dass die Menschen vernichtet werden, nicht? So wie Jona. Er setzt sich dahin, hatte gepredigt und wartet jetzt ab, dass Ninive da von Gott vernichtet wird. Und Gott sagt, die sind alle umgekehrt. Das werde ich jetzt nicht vernichten, nicht? Ich mache das manchmal auch. Ich denke so manches Mal, wie aus meinem Fenster gucke nach meiner stillen Zeit her, wie lange willst du dir die Gottlosigkeiten dieser Zeit noch mit ansehen? Aber eigentlich ist das nicht richtig. Eigentlich sollten wir lieber beten, Herr, bitte führ noch viele zur Umkehr, nicht? Also beides hat seine Berechtigung. Gottes Gericht wird kommen, nicht? Aber das ist nicht unsere Sache. Wir wissen, dass es kommt. Aber unsere Sache ist, wir sollen überströmen von dem, was uns erfüllt. Und das ist das vierte Mal, wo das Wort Pleonazo vorkommt, in Philipper 4 auch zur Folge, dass Gott auch von uns erwartet, dass wir auch etwas geben von dem, was er uns gegeben hat. In Philipper 4, übrigens dieser wunderbare Brief, in dem die Freude so im Fokus steht, nicht? Da heißt es in Vers 17, da spricht Paulus von der materiellen Gabe der Geschwister dort, dass sie gespendet haben. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung, Pleonazo, überströmend. Das heißt, wenn wir geben, ja, das sind vielleicht ein paar Euro, ja, das ist Euro, Euro ist nichts, Geld ist nichts, Geld der Mammon ist auch schlecht, aber
Vor Gott ist das Frucht. Ich suche nicht den reinen Geldbetrag, sagt Paulus quasi hier, ja, in Vers 17. Ich suche nicht die Gabe als solches, sondern ich suche, dass in euren Herzen was passiert, dass das gerne gegeben wird. Und das hat zur Folge, dass ich da Frucht sehe. Versteht ihr diesen Unterschied? Darum heißt es auch, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht? Und nicht den, der das so gezwungen macht. Ne? So eine Art gesetzliche Gabe. Ne? Das ist nicht das, was Gott will. Sondern Gott will, dass wir fröhlich und mit einem wirklich frohen Herzen ihm etwas geben. Und das wird dann von Gott angerechnet als Frucht. Und denkt dran, jemand, der keine Frucht bringt, das wird es auch geben, nicht? Der wird Schaden leiden. Nicht? Wir Gläubige sollen Frucht bringen. Da gibt es viele geistliche Beispiele und Gleichnisse des Herrn für, wie wichtig diese Frucht in unserem Leben ist. In 2. Korinther 9, da schreibt Paulus, Vers 7, jeder, der sich in seinem Herzen vorgenommen hat, etwas zu geben, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Das heißt, hier drin, nicht? Überströmend, da soll das rauskommen. Da soll dieser Gedanke, dieser Wunsch rauskommen, ich will anderen helfen, ich will etwas spenden, ich will etwas geben mit dem, was Gott mir gegeben hat. Bei ihm ist alles überströmend, Peresoio, und ich gebe eine Antwort, Pleonazo. Versteht ihr das? Ja, dieses Echo ist das quasi, das ist das menschliche Echo auf die Gnade Gottes. Materielle Frucht, Bereitwilligkeit, das zu geben, was Gott uns im Überfluss gibt. Ganz wichtig übrigens, dass wir uns dabei Gott anpassen, nicht? Wir empfangen, was wir geben. Gott gibt uns überströmend und Gott erwartet, gebt das weiter. Wenn wir uns nicht Gott anpassen, sondern der Welt, dann sind wir da, was der Herr Jesus nach der Bergpredigt erzählt. Da gibt es dieses schöne Gleichnis von dem Haus, was auf Sand gebaut wird, und dem Haus, was auf dem Felsen gebaut wird. Ja? Das ist ein ganz einfaches Beispiel, das kann jedes Kind in der Sonntagsschule verstehen. Baust du ein Haus auf Sand, dann fängt das irgendwann an zu ruckeln und wenn ein schweres Unwetter kommt, bricht es zusammen. Baust du es auf dem Felsen, auf ein gesundes Fundament, bleibt es auch stehen. Ja? In Russland, Deutschland habt ihr besonders schöne Häuser. Die stehen auch auf sicheren Fundamenten, denke ich. Und dann kommen da auch keine Risse rein. Sicherlich irgendwann immer, Menschenwerk wird immer vergehen, aber es hat einen guten Bestand. Aber was ist eigentlich der Unterschied? Warum macht man eigentlich ein Haus auf Sand? Wer kommt auf die Idee? Nun, die Begründung ist ganz einfach. Es ist ziemlich aufwendig, auf eine Unterlage ein Haus zu bauen, wie das dieses Bild zeigt, der ein Felsen ist. Denn ein Felsen ist nie hundertprozentig eben. Das heißt, du musst die Grundlage des Hauses an den Felsen anpassen. Und das ist das Bild, was da drin steckt. Sand, da kannst du alles reindrücken. Der Sand passt sich an. Da kannst du die Steine nehmen, kannst du so hindrücken, wie sie passen. Das passt hundertprozentig. Kannst ganz gerade drauf mauern. Aber es hat halt keinen Bestand. Nicht? Das ist die Welt. Schon im Alten Testament ein Bild. Nicht? Die Nachkommen Abrahams sollten werden wie der Sand des Meeres. Das ist das irdische Volk Israel. Das irdische. Und die Sterne des Himmels, das ist das himmlische Volk. Ja? Das unterscheidet Gott ganz klar. Nicht? Also das irdische ist immer der Sand. Und wenn man sich der Welt anpasst, dann baut man auf Sand, weil es so bequem ist. Nicht? Und dann wird auch materielle Frucht nicht hervorkommen, wenn wir uns nicht dem Felsen anpassen. Das ist ganz wichtig. Das nächste, was bei uns überströmen sollte, das finden wir in 1. Thessalonicher 3. Und das ist das, was wir in unserem Lied gesungen haben, die Liebe. Die Liebe Gottes, die ohne Grenzen und ohne Ende ist. In 1. Thessalonicher 3, da heißt es in Vers 12, euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Noch was, wo wir überströmen sollen. Überströmen in der Liebe. Und dann gibt es einen zweiten Vers, der ist dann das sechste Mal, Pleonazo. Den finden wir im 2. Thessalonicher, da bezieht sich quasi Paulus auf seinen ersten Brief, nicht? Wo er hier schreibt, die Liebe soll überströmend sein. Und jetzt lesen wir erst in 2. Thessalonicher 1, Vers 3, wir sind schuldig, Brüder, Gott alle Zeit für euch zu danken, wie es angemessen ist, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen zueinander überströmend ist. Ist das nicht schön? Paulus schreibt im ersten Brief, so soll es sein. Und im zweiten Brief schreibt er, so ist es.
Stell dir mal vor, wir würden Briefe kriegen vom Apostel Paulus. Und er würde uns in unserem Hauskreis schreiben, eure Liebe zueinander, die soll überströmen. Und dann schreibt er einen zweiten Brief und sagt, ich höre, dass es so ist. Das ist schön, oder? Das ist eine Auszeichnung. Zweimal Pleonazo. Zweimal heißt es überströmend zueinander. Euch mache der Herr überströmend in der Liebe zueinander. Und dann kommt, ich bin jetzt wieder im ersten Brief, Kapitel 3, Vers 13, um eure Herzen zu befestigen. Seht ihr, es gibt einen Grund dafür, warum unsere Liebe zueinander überströmend sein soll, ja? Weil nämlich davon unsere Herzen fest werden. Das sollte man eigentlich gar nicht meinen, nicht? Ja, was hat denn die Festigkeit meines Glaubens, meines Herzens mit der Liebe zu tun? Mehr als man denkt. Hier sagt es der Heilige Geist. Wenn ihr einander liebt, ja, dann werden eure Herzen befestigt. Ist immer so einfach, sich zu lieben, oder? Ist ganz einfach, ne? Haben uns ja alle lieb. Ja, seid ihr sicher? Warum lacht ihr denn alle so? Ja, ich lese euch mal einen anderen Vers vor, aus Epheser 4, Vers 3. Da heißt es in Vers 2, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Ja, das ist nicht so einfach, nicht? Ich meine, wenn ich meiner Frau sagen würde, Schatz, ich ertrage dich in Liebe, das wäre sicherlich nicht kein schönes Kompliment, nicht? Aber unseren Geschwistern gegenüber wusste der Heilige Geist ganz genau, dass wir sehr unterschiedliche Menschen sind, nicht? Und dass es nicht immer so leicht ist. Nicht? Ich lese gerade, wie gesagt, das Buch, was er mir geschenkt hat, von Wolfgang Bühne, und ich bin so erstaunt, dem hat man so furchtbar Unrecht getan in seinem Leben, von christlicher Seite her, wie man ihn ausgebremst, blockiert, ausgeschlossen hat. Und er ist trotzdem demütig geblieben dabei, nicht? Und das ist dieses Ertragen in Liebe. Da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden. Ich bin oft so schnell stinksauer, wenn ich ungerecht behandelt werde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, nicht? An einen Gläubigen bei uns in der Gemeinde, in dem Ableger in Hamm, der hat die Ungeimpften in die letzte Reihe verbannt. Da mussten die sitzen, die Ungeimpften. Das heißt, er hat wir wollen jetzt nicht über die Impfung reden oder Pro und Contra. Das hat damit nichts zu tun, sondern es geht darum, dass die Welt gesagt hat, die Ungeimpften sind schuld, die Geimpften sind gut. Und das übernehmen die einfach in die Gemeinde Gottes hinein. Ja, ja, und so einen muss ich wirklich ertragen in Liebe, das sage ich euch. Das muss ich ertragen und das macht mir auch Bauchschmerzen. Weil das ist nicht der Geist Jesu, nicht? Das hätte der Herr niemals getan, sowas. Niemals. Aussatz ist was anderes, nicht? Oder die Pest. Aber nicht Corona, ne? Und dann geht es da um die Impfung und die sitzen in der letzten Reihe. Ja, so einen muss man da schon mal ertragen in Liebe. Und wisst ihr, was das andere ist? Die andere Seite? Pleonazo, dass meine Liebe trotzdem überströmt. Hab das selber erlebt, wenn ich mal richtig so schlechte Zeiten hatte, als ich als Drucker gearbeitet habe und ich auch mal mental so richtig down war. Ja, das gibt es doch bei jedem, oder? Ich war richtig am Ende. Ich war beruflich, war ich stark angespannt, dann 4 Kinder zu Hause, nicht? Das war immer Belastung und immer Stress. Und du kamst nicht runter und dann bist du richtig, richtig, ja, fast depressiv, kann man sagen. Und dann kommst du da in die Gemeinde und da sind so viele nervige Brüder. Der geht mir auf die Nerven und der geht mir auf die Nerven. Und oh, was hat der wieder gesagt? Und der hat so einen komischen Charakter. Einander ertragen in Liebe. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn du so ganz depressiv da reinkommst? Habe ich selbst erlebt. Dann siehst du plötzlich da nicht, oh, was für die Nervensäge denn hier? Und der geht mir auch auf die Nerven. Nee, dann siehst du plötzlich nur noch Brüder. Das ist ganz verrückt. Plötzlich sitzen da nur Brüder. Und du dankst. Du kommst da rein und sagst, Herr, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich hier sein darf. Das baut mich jetzt auf. Und nicht, der geht mir auf die Nerven. Oder der kann nicht predigen. Und warum macht der dies und der das? Einander ertragend in Liebe. Erinnert euch immer daran, diese Antwort auf Peresoio, dieses Pleonazo, das ist mit Arbeit verbunden. Darum habe ich das erklärt, mit Zustand und Stellung. Ja? Das ist mit Arbeit verbunden. Ertragt einander in Liebe. Und wisst ihr, was am Ende passiert, am Ende der Zeit? Da passiert was ganz Übles. Da sagt der Herr Jesus nämlich einen ganz, ganz schlimmen Satz, das ist übrigens das einander ertragen mit der Demut und Sanftmut aus dem Epheserbrief, das wird identisch im Kolosserbrief wiederholt. Nur nochmal zu eurer Bestätigung, ja, in Kolosser 3, Vers 13, einander ertragend
euch gegenseitig vergebend. Ja, das ist ganz wichtig, dass das doch wiederholt wird. Und einmal sagt der Herr was sehr, sehr Ernstes in Matthäus 24, in seiner bekannten Endzeitrede, aus der ich schon so viel zitiert habe, wenn es um die aktuellen Ereignisse geht, nicht, wo es wirklich ans Eingemachte geht, wo der Herr sagt, da kommen die Gerichte, nicht, und ihr werdet nicht entfliehen. Da sagt er etwas ganz Schlimmes. Ich kann mir den Vers immer gut merken mit Weihnachten. 24, Vers 12. Da sagt der Herr, die Gottlosigkeit wird Überhand nehmen und die Liebe der vielen wird erkalten. Und seht ihr, das ist das Problem, was auch, ich nenne das jetzt zum letzten Mal, Corona mit uns gemacht hat, nicht? Da erkaltet plötzlich die Liebe, nicht? Und da werden irgendwelche Menschen, die sich nicht von Staats wegen genauso verhalten, wie sie es sollten, werden bepöbelt und als Bösewichte bestimmt. Meine Mutter, die ist schwer herzkrank, die hatte eine Befreiung von der Maskenpflicht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft die bepöbelt worden ist. Die hat am Schluss, ist die nicht mehr rausgegangen. Weil die konnte das nicht ertragen, von ihrer Atmung her. Die hat eine Befreiung gehabt, eine ganz offizielle, 3 Herzoperationen, ganz offizielle Befreiung von der Maske. Interessiert die Menschen nicht. Die Liebe der vielen wird erkalten. Das ist das, was am Ende kommen wird. Dann lesen wir das 7. Mal Pleonazo in 2. Petrus 1. Da strömt auch wieder was über. Und zwar gleich im ersten Kapitel, 2. Petrus 1, Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin, da ist wieder die Frucht, in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wo steht denn da jetzt überströmen, werdet ihr euch fragen. Dieser Satz, bei euch vorhanden sind, weiß nicht, was steht bei Schlachter? Habt ihr eine Schlachterübersetzung da? Was steht bei dir, Irina? So lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein. Ja, davor der Satz, das vorhanden sind, wie übersetzt Schlachter das? Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind. Genauso, okay. Er übersetzt es genauso. Wisst ihr, wie Luther das übersetzt? Reichlich vorhanden. Und das hat Luther richtig übersetzt. Weil hier steht nämlich Pleonazo. Überströmen steht hier in Wahrheit. Ja, hier steht, diese Dinge, die sollen bei euch überströmen sein. Ja, so, an dieser Stelle können wir jetzt eine neue Predigt eröffnen. Warum? Welche Dinge sind denn das, die bei uns überströmen sein sollen? Ja, das sind die, die er vorher aufgezählt hat. Ne? Vers 5. Wendet allen Fleiß an. Ja, und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit das Ausharren. In der Ausharren die Gottseligkeit. In der Gottseligkeit die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Seht ihr, alle diese Dinge, die er hier aufzählt, die sollen bei uns überströmend sein. Nee, jetzt können wir hier wieder von vorne anfangen, nicht? Und jedes einzelne behandeln, nicht? Aber überleg mal, was das bedeutet, dass unser Fleiß überströmend sei. Es gibt immer wieder mal Gläubige, die mir aussagen, ja, Matze, du mutest dir zu viel zu, nicht? Du bist zu viel unterwegs. Ja, manchmal ist man wirklich ganz schön angestrengt, aber was sagt Petrus hier? Wendet allen Fleiß an. Seid fleißig. Das geht euch alle an hier. Das soll überströmend sein bei uns. Das soll die überströmende Antwort auf die überströmende Gnade sein. Fleiß. Tugend kann man vielleicht heute übersetzen mit Anstand, nicht? Dass wir anständig sind und die Menschen das auch spüren lassen, dass wir bei den Hurereien dieser Zeit nicht mitmachen, die ja heute als ganz normal gelten, nicht? Und verheiratet zusammenzuleben ist doch heute gar nichts Ungewöhnliches mehr, nicht? Und dann haben wir hier noch gelesen, das Ausharren, das soll bei uns auch überströmen. Ein Bruder aus unserer Gemeinde, der zitierte früher immer den Prediger Salomo, der sagt, langes Harren macht das Herz krank. Ja, das ist so. Das lange Ausharren kann das Herz tatsächlich krank machen. Und dennoch sagt Petrus hier, dass unser Ausharren überströmen soll, nicht? Und dann kommen dann am Schluss die Dinge, die wir schon betrachtet haben, die Bruderliebe und die Liebe, nicht? Dass die überströmend und reichlich vorhanden sein sollen. Da kann man deutlich sehen, wie sehr das Überströmen in unserem Leben die Antwort auf das sein soll, was Gott uns gegeben hat, nicht? Und auch die Erkenntnis ist hier aufgezählt, nicht?
Also auch die Erkenntnis. Wenn ihr hier sitzt und wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und ihr auch Fragen habt oft anschließend, das ist die Erkenntnis. Wir wollen mehr wissen aus diesem Wort. Ich studiere es seit 50 Jahren und ich komme nicht zum Ende. Und damit werde ich auch nicht zum Ende kommen. Das ist so vollkommen, dieses Wort. Aber die Erkenntnis soll sich mehren. Steht schon im Propheten Daniel, nicht? Dass die Erkenntnis auch über die Zeitabläufe sich mehren werden. Das soll bei uns überströmen. Also wir sollen nicht träge sein, nicht fruchtleer, nicht blind, kurzsichtig und die Reinigung vergessen in Vers 9, 2. Petrus 1, sondern wir sollen überströmen lassen, das, was hier aufgezählt ist. Könnt ihr euch zu Hause nochmal genau durchlesen, was da alles steht, was überströmen sein soll, nicht? Überströmende Dinge sind Bruderliebe, Liebe, Ausharren, Enthaltsamkeit, Tugend, Fleiß. Das ist die Antwort auf Gottes Gnade. Dann lesen wir ein letztes Mal, wo wir Pleonazo finden, in 2. Korinther 8. Da haben wir das in Vers 15. Den habe ich schon zitiert, den Vers. Da geht es ums Manna. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss. Und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Hier steht wieder Pleonazo bei Überfluss. Ja? Das strömte also nicht über. Nun, das widerspricht jetzt nicht dem anderen, sondern das heißt, dass Gott immer reichlich gibt. Und wenn du Überfluss hast, das heißt, du hast mehr, so wie ihr immer das Essen hier macht nach unserer Predigt, nicht? Dann wisst ihr auch, dass was noch übrig bleibt, da macht ihr ja was mit, das schmeißt du ja nicht weg. Das gibt ihr weiter. Da hat der eine noch was für die Woche, hat der andere noch was für die Woche. Wir müssen ja in der Woche bei unserem Tee auch mal euren Kuchen essen, nicht? Und der ist lecker. Das ist damit gemeint, ja? Man hat einfach mehr, als man braucht, so wie bei Ruth. Und die dann anschließend dann das mitbringt, was sie ausgeschlagen hat und was sie übergelassen hat, die gerösteten Körner, bringt sie auch ihrer Mutter mit. Die gerösteten Körner übrigens sind ein Bild für den Tod des Herrn Jesus, nicht? Der das wahre Weizenkorn ist und geröstet durchs Feuer gegangen, ist ein Bild für den Herrn Jesus. Und das bringt sie dann auch ihrer Mutter mit. Ein wunderbares Bild für diesen Überfluss und für die Antwort aus dem Herzen der Ruth, nicht? Das Manna vom Himmel also war perfekt dosiert. Und interessant ist in Vers 14, 2. Korinther 8, wir haben jetzt Vers 15 gelesen, in dieser jetzigen Zeit diene euer Überfluss für deren Mangel, damit auch deren Überfluss für euren Mangel diene, damit Gleichheit werde. Da seht ihr, dieses Geben und Nehmen, nicht? Es gibt Leute, die haben weniger, dann gebt denen was ab. Es kann mal eine Situation kommen, sagt Paulus hier gewissermaßen, in der es umgekehrt ist. Dann freut euch, wenn man euch was gibt. Nicht? Und damit sind nicht Waffenlieferungen in die Ukraine gemeint. Nicht? Dass wenn wir da was hinliefern, dann liefern die uns auch was. Sondern damit ist das Gute gemeint. Das, was wir zur Nahrung brauchen, was der Arme braucht. Darum geht es hier. Also stellt sich dann für uns jetzt die Frage, was machen wir mit unserem Überfluss? Ich habe ja gesagt, das zieht sich wie ein roter Faden durch Gottes Wort, nicht? Ich habe es erklärt, am Manna, an Ruth und auch bei dem Herrn Jesus. Einmal hat er da 20.000 Leute sitzen. Ich weiß nicht, ob es 20.000 waren, aber steht, es waren 5.000 Männer. Wenn man dann die Frauen dazu zählt und die Kinder, lass es 10.000 gewesen sein. Das ist eine ganz große Menge, nicht? Und dann vermehrt er dieses Brot, nicht? Aus wenigen Fischen und Broten. Ja, und wie viel gibt der dann? Wie viel gibt der her? So, dass jeder gerade satt wird, nicht? Nein, die werden nicht nur alle satt, die sammeln auch anschließend die Brocken ein. Es bleibt was übrig, nicht? Das wird dann den Armen gegeben. Immer gibt der Herr im Überfluss. Und das ist der Grund, warum unsere Gebefreudigkeit und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, dass unser Zeugnis von den Menschen aus uns herausströmt und dass wir das beantworten müssen, was Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, wie wichtig das geworden ist in dieser trostlosen Zeit? Was haben wir den Menschen zu bieten? Was gibt es denn noch bei den Menschen? Was haben die denn zu bieten? Die ganze Welt hat doch nichts anzubieten. Paul Washer hat sehr schön gesagt, wir müssen der Lehre unseres Zeitalters mit den unbeugsamen und kompromisslosen Wahrheiten des biblischen Evangeliums begegnen. Ja, oder ich sage es jetzt mal mit den Worten von Matze Koch, ja. Wir müssen der Lehre unseres Zeitalters mit dem Überströmen aus unserem Herzen begegnen. Das, was da rauskommt, das müssen wir den Menschen bieten. Ich las gestern ein Zitat von Anthony Hopkins. Den Hollywood-Schauspieler kennt ihr sicher. Ein sehr kluger Mann, ist auch Sir Anthony Hopkins, wurde er ernannt. Der sagte,
Keiner von uns kommt hier lebend raus. Esst leckeres Essen, spaziert in der Sonne, springt ins Meer, sagt die Wahrheit, seid albern, seid freundlich, seid komisch. Für nichts anderes ist Zeit. Hört sich schön an, nicht? Aber was für ein trostloser Satz, nicht? Du verdrehst schon die Augen, nicht? Tatjana, zu Recht. Was für ein trostloser Satz. Das hört sich für einen Ungläubigen schön an. Wir haben nicht viel Zeit und wir kommen hier nicht lebend raus. Also komm, lass uns essen. Das sagt die Bibel sogar. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Das ist das, was Hopkins hier eigentlich zitiert. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Ja, das ist genau das, was er hier zitiert. Und dem müssen wir das entgegensetzen, was der Herr uns gegeben hat. Ich habe es euch schon erzählt letztens, ne, nach dieser Evangelisation in Bad Rodenfelde, wie du spürst, wie der Teufel die Menschen festhält. Nicht? Ich frage mich manchmal, was hält sie denn fest? Und dann denke ich am Ende mal, es kann doch nur der Satan persönlich sein. Weil es gibt keinen logischen Grund, dass sie festgehalten werden. Nicht? Dass sie da stehen und sagen, ja, ich weiß, die Entscheidung ist ganz leicht, aber ich, irgendwie weiß ich nicht, ich kann sie nicht treffen. Nicht? Die haben Angst, dass sich ihr Leben verändert. Und ja, das Leben wird sich verändern. Der Herr ändert unser Leben, nicht? Sodass wir überströmen werden. Und irgendwie haben sie davor Angst. Dabei ist diese Veränderung so wunderbar. Erinnert euch nochmal an den Sklavenhändler John Newton, der ein Mörder quasi war, der Menschen in den Tod getrieben hat, der geflucht hat und der Amazing Grace schreiben konnte. Überströmende Gnade. Was für ein süßer Klang, die ein Wrack, ein Dreck, ein Mistkerl, a wretch im Englischen, gerettet hat. Nehmt also aus der heutigen Predigt mit, das, was der Herr uns gegeben hat, die überströmende Gnade, die viel größer geworden ist als unsere Sünde, die erwartet von uns ein Echo. Pleonazo. Pleonazo begann mit der überströmenden Sünde. Und wir Gläubige, die wir jetzt gerettet sind, müssen mit unseren Herzen antworten, die überströmend sind den Menschen gegenüber, um ihnen zu sagen, du bist verloren und du brauchst diesen Herrn auch. Dann wird auch dein Herz überströmen. Und ich habe da viele wunderschöne Dinge erlebt, wenn Menschen sich bekehrt haben, die aus dem Dreck kamen, bei denen viel mehr überströmte als bei mir. Also möge unser Herz überströmen, das möge der Herr uns geben. Amen.